Fest der Bakterien. Mensch und Bakterie. Wer ist hier David und wer Goliath? Antibiotika-Einsatz bei Tieren. Gefährlicher Missbrauch? Zurück in die Steinzeit der Medizin, multiresistente Keime in Spitälern. Und in Swissmed, Gottschnar und das heilige Wasser. Resistance has been around almost as long as antibiotics have been around. So it's not a new problem. Antibiotikaresistenz gibt es seit es Antibiotika gibt. It's become an increasing problem. Sie wurde zunehmend ein Problem, weil Bakterien Unempfindlichkeiten kumulieren können. Sie vergessen nicht. Sie sind sehr clever. Bakterien vermehren sich sehr schnell. Sie haben eine Generationszeit von 20 bis 30 Minuten. Und innerhalb von 18 Stunden hat man Millionen von Bakterien. Man hat ausgerechnet, dass wir mehr Bakterienzellen in uns haben als eigene Zellen und dass das an Gewicht über ein Kilo ausmacht. Und die sind vor allem auf der Haut, im Darm, auf den Schleimhäuten und bilden da ein natürliches Gleichgewicht. Wird dieses Gleichgewicht gestört, können einige wenige Bakterienarten zu tödlichen Krankmachern werden. Den Kampf gegen sie hat ein anonymer Autor beschrieben. Es ist ein Wettlauf. Die Multiresistenzen bewegen sich noch im einstelligen Prozentbereich. Aber es ist ein Wettlauf, den wir auch in anderen westeuropäischen Ländern sehen und in Nordamerika, den wir übrigens nicht in Entwicklungsländern sehen, denn dort werden keine Antibiotika groß eingesetzt für Patienten. Und da entwickeln die Bakterien auch keine Resistenzen. Ein Antibiotikum ist ein Medikament, eine Art magische Kugel, die Mikroben, nicht aber menschliche Zellen, angreift und tötet. Attacking the human cells. So it kills microbes but leaves the human cells unharmed. In Genf Quintin ist aus London ein berühmter Schotte angekommen, der unzählbare Menschenleben gerettet hat. Es ist Sir Alexander Fleming, der Entdecker des Penicillins. Penicillin war das erste Antibiotikum. Bereits 1928 entdeckte Fleming beinahe zufällig, dass eine Substanz eines bestimmten Schimmelpilzes das Wachstum von Bakterien hemmt. Bis das Penicillin entwickelt war und zum Einsatz kam, dauerte es noch bis in die 40er Jahre. Da wurde es vor allem für die Kriegsverwundeten der Alliierten zum Wundermedikament. Die anfängliche Euphorie wurde aber bald gedämpft, als die ersten Resistenzen gegen dieses Antibiotikum auftraten. Antibiotikaresistenz ist eine Art Überlebensmechanismus der Mikroben. Sie finden einen Weg, den Angriff der Antibiotika zu überleben und sich trotz Anwesenheit von Antibiotika zu vermehren. Wie es aussieht, wenn Bakterien sich trotz Antibiotika vermehren, zeigt ein Resistenztest mit einem Stamm des weit verbreiteten Bakteriums Staphylococcus aureus. Nachdem das Bakterium in Reinkultur angezüchtet worden ist, wird es auf einem Nährboden ausgestrichen. Jedes dieser Röhrchen erhält ein anderes Antibiotikum, mit dem kleine Filterplättchen getränkt sind. Wo nach einigen Stunden im Brutkasten bakterienfreie Zonen zu sehen sind, konnten die jeweiligen Antibiotika das Wachstum der Bakterien hemmen. Waren sie wirksam? Wo sich die Bakterien, wie hier bei einem anderen Stamm, trotz der Antibiotika teilweise bis zu den Filterplättchen heran vermehren konnten, sind sie resistent gegen das jeweilige Antibiotikum.
Wenn man mit Millionen, Hunderten von Millionen von Bakterien besiedelt ist in einer akuten Infektion, dann sind immer einige dabei, die genetisch so mutiert sind, dass sie gegen diese Antibiotika resistent geworden sind. Bakterien werden über einen Prozess unempfindlich, den man natürliche Selektion nennt. Im Genom der Bakterien kommt es zu einer Mutation, die dann vielleicht unter dem Druck von Antibiotika selektioniert wird. Je mehr Antibiotika vorhanden sind, desto größer ist die Chance, dass eine resistente Mutante überlebt und sich als resistenter Stamm vermehren kann. Bakterien sind ja sehr erfindungsreiche Zeitgenossen und sie haben auch verschiedene Mechanismen entwickelt, wie sie resistent werden. Sie können beispielsweise Enzyme synthetisieren, die ihrerseits dann Antibiotika unwirksam machen. Sie können beispielsweise die Durchlässigkeit ihrer bakteriellen Zellmembran verändern, in Richtung höhere oder geringere Durchlässigkeit gegenüber Antibiotika. Sie entwickeln beispielsweise auch Transportproteine, mit denen sie einmal aufgenommene Antibiotika wieder aus dem Bakterium herausbefördern können. Und schließlich können sie auch die Empfindlichkeit von bestimmten Zellorganellen gegenüber Antibiotika vermindern. Die meisten Antibiotika greifen Bakterien nur an einem ganz bestimmten Punkt an und behindern oder verändern dann das Wachstum und die Vermehrung der Bakterien. Beim stäbchenförmigen Bakterium Escherichia coli beispielsweise stört das Antibiotikum Ampicillin die Bildung der Zellwand. Nach dem Einsatz von Ampicillin sind nun nicht mehr die kleinen Stäbchen sichtbar, sondern solche Schläuche. Eins ist ganz wichtig, wir reden heute über multiresistente Bakterien, die gleichzeitig resistent sind gegen typische Antibiotika, gegen die sie früher empfindlich waren. Wir reden nicht mehr über diesen 50 Jahre alten Wettlauf seit der Entdeckung des Penicillins Mitte der 40er Jahre und der Resistenzentwicklung von Bakterien. Das ist ein altes Phänomen. Das wurde immer wieder beschrieben und die Pharmaindustrie hat immer wieder Antibiotika entwickeln können, um diese singulär resistenten Bakterien erfolgreich bekämpfen zu können. Die Möglichkeiten, neue Antibiotikaklassen mit Variationen von natürlichen Molekülen herzustellen, sind nach heutigem Wissensstand beinahe ausgeschöpft. In der Regel haben wir es bei Antibiotika mit sehr komplexen Molekülen zu tun, die nicht ohne weiteres synthetisch leicht herzustellen sind. Also die Molekülsynthese ist außerordentlich komplex und daher auch sehr teuer. Von der Synthese des Moleküls bis zur Ausbietung eines Arzneimittels vergehen in der Regel 10 bis 12 Jahre. Während dieser Zeit muss ein Antibiotikum die verschiedensten Entwicklungsstufen durchlaufen, wird auf seine Giftigkeit hin überprüft und muss sich schließlich in der Klinik bei rund 5000 Testpersonen bewähren. Die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Molekül von den ersten Schritten der Synthese bis zum Arzneimittel auf dem Markt schafft, stehen 1 zu 10.000. Oder anders, von 10.000 Molekülen wird eines den Markt erreichen. Man kann davon ausgehen, dass die Entwicklung eines neuen Antibiotikums im Bereich von 500 bis 700 Millionen US-Dollar liegt. Seit 10 Jahren ist sehr deutlich geworden, und die Gefahr ist sehr groß, und wir sehen es auch schon nicht nur in Einzelfällen, wir sehen es in zunehmendem Maße, dass bestimmte Bakterienstämme multiresistent geworden sind, auch gegen sogenannte Reserveantibiotika, die so definiert sind, dass der Arzt sie nur sehr zögernd einsetzen soll bei Patienten, die dann lebensbedrohlich erkrankt sind, damit die Bakterien keine Chance bekommen, sich an diese Antibiotika zu gewöhnen und auch noch resistent zu entwickeln. Die großen Killer, wie man sagen könnte, die bezüglich Infektionskrankheiten noch gegenwärtig sind, sind Atemwegserkrankungen, Infektionen wie Lungenentzündung also, ganz klar AIDS, Tuberkulose, Malaria und Durchfallserkrankungen. Und überall können wir Resistenzen gegen Medikamente beobachten. Schaut man auf Infektionen in europäischen oder amerikanischen Spitälern, nähern wir uns langsam dem Punkt, wo einige dieser Organismen vollständig resistent sind und keine Therapie mehr möglich sein wird. Es gibt diese Situation bereits. Sie wurde 1996 in Japan beschrieben und heute kennt man sie auf allen 5 Kontinenten. Das heißt, der Staphylokokk, der gegen alle Antibiotika unempfindlich ist, existiert.
Allerdings entsteht dieser Staphylokokk nur als zusätzliche Komplikation, wenn er bereits methicillinresistent ist. Staphylokokken bilden im Krankenhausbereich immer noch die Bakterien, die am meisten uns infizieren, über Wundinfektionen insbesondere. 40% aller Krankenhausinfektionen gehen auf Staphylokokken zurück und davon ist ein Teil, 3-4% im Moment mit steigender Tendenz, multiresistent. Und nur solange wir gesund sind, werden wir auch mit diesen Bakterien über unser Immunsystem fertig. Es ist eine der Mikroben, die auch für die meisten Infektionen außerhalb des Spitals verantwortlich ist. Sie verursacht beispielsweise Furunkel oder Eiterpickel und ist verantwortlich für Akne bei Heranwachsenden. Diese Mikrobe ist also sehr weit verbreitet in der Natur. Das Reservoir des Staphylococcus aureus befindet sich tief in den Nasenhöhlen, ob er nun methicillinresistent ist oder nicht. Rund 30% der Bevölkerung tragen den Staphylococcus aureus mit sich herum. Es ist also etwas völlig Alltägliches, damit besiedelt zu sein. Anders aber beim MRSA, dem methicillinresistenten Staphylococcus aureus. Dort ist es so, dass im Allgemeinen nur damit besiedelt ist, wer irgendwann einmal Patient in einem Spital gewesen ist. MRSA ist ein Staphylokokk, der resistent geworden ist gegen eine ganze Familie von Antibiotika, die von Penicillin abgeleitet wurden. Heute weisen in einigen Ländern Europas, beispielsweise in Frankreich oder Italien, 80-90% aller Staphylokokkenstämme diese Widerstandsfähigkeit auf. In der Schweiz und Deutschland sind diese Zahlen noch nicht so erschreckend. Sie bewegen sich zwischen rund 2-30%, je nach Größe eines Spitals oder seiner Nähe zu einem Nachbarland mit einer hohen MRSA-Rate. Vor allem auf Intensivstationen ist das Infektionsrisiko besonders groß, weil hier die wirklich schwer kranken Patienten sind. Sie können nur überleben, wenn man sie mit sehr aggressiven Pflegetechniken behandelt. Es sind diese aggressiven Techniken und das geschwächte Immunsystem des Patienten, die das Infektionsrisiko erhöhen. Wenn immer im Universitätsspital Genf ein Patient aufgenommen wird, werden seine Daten registriert und ins hausinterne Computersystem eingegeben. In Sekundenschnelle wird ein Alarm ausgelöst, falls der Patient schon einmal hier war und er als Träger des MRSA, des methicillinresistenten Staphylococcus aureus, bekannt ist. Die Meldung wird weitergeleitet, beispielsweise an die Notfallstation. Und noch bevor der Patient eintrifft, werden die nötigen Vorkehrungen zur Isolation des Patienten getroffen. Besucher wissen oft, dass es multiresistente Keime in Spitälern gibt, seien das nun MRSA oder andere noch viel aggressivere Keime. Solange Besucher aber die Sicherheitsempfehlungen der Spitalhygiene beachten, besteht für sie kein Risiko. Das Hauptproblem bei der Übertragung oder Verbreitung von Infektionen und Organismen in Spitälern ist mangelnde Handhygiene des Pflegepersonals. Ursache ist meist nicht fehlendes Pflichtbewusstsein, sondern die große Arbeitsbelastung des Personals. Zudem kommt, dass der Weg zum Lavabo, das Händewaschen und anschließend die Rückkehr zum Patienten rund 2 Minuten in Anspruch nehmen. Wir haben festgestellt, dass sich beispielsweise das Pflegepersonal auf der Intensivstation die Hände 20 bis 30 Mal pro Stunde waschen müsste. Das zu realisieren ist illusorisch und unmöglich. Also muss man die Technik für die Handhygiene ändern. Wir haben das Desinfizieren der Hände mit einer alkoholischen Flüssigkeit eingeführt, wie dies in vielen anderen Ländern auch getan wird. Wir waren erfolgreich mit unserem besonderen Ansatz, technische und verhaltenspsychologische Komponenten zu integrieren. Das Pflegepersonal kann die Hände nun in 10 bis 15 Sekunden desinfizieren. Die groß angelegte Kampagne war erfolgreich. Die Infektionsrate sank seit 1994 von 16% auf unter 9% im ganzen Spital. Die Resultate wurden in wissenschaftlichen Magazinen publiziert und Spitäler in der ganzen Welt sind dem Genfer Beispiel gefolgt.
Krankenhausinfektionen bleiben trotzdem ein großes Problem, das nicht aus den Augen gelassen werden darf. Jährlich werden in Genf deshalb die Dossiers sämtlicher Patienten auf allen Stationen analysiert. Die Informationen werden ausgewertet und geben ein präzises Bild über die momentane Resistenz- und Infektionssituation. In der Schweiz gibt es noch keine Zentralstelle für die Überwachung beispielsweise der Staphylokokkenverbreitung. Vorbild ist das Robert-Koch-Institut in Wernigerode, das Sitz des Nationalen Referenzzentrums für Staphylokokken ist. Isolate aus Krankenhäusern ganz Deutschlands werden hier registriert und analysiert. Gerade bei Staphylokokken ist es wichtig zu erfahren, ob gewisse Stämme der eingesandten Proben miteinander verwandt oder gar identisch sind. Die DNA-Analyse beantwortet diese Frage sehr genau. Jeder dieser Längsstreifen entspricht dem genetischen Fingerprint eines Staphylococcus aureus, der von einem Patienten aus einem Spital stammt. Hier sind drei untersuchte Einsendungen identisch. Das heißt, derselbe Staphylokokkenstamm taucht bereits bei drei Patienten eines Spitals auf. Alle eingesandten Isolate bekommen eine Datenbanknummer. Anhand dieser Nummer können später sämtliche Ergebnisse, die zu diesem Stamm gehören, abgerufen werden. Die wichtigsten Stämme werden rund 10 Jahre aufbewahrt, um gegebenenfalls für Vergleiche wieder auf sie zurückgreifen zu können. Faszinierend ist das alte Stammarchiv, in dem teilweise noch seltene Stämme verschiedenster Bakterien bis zurück in die 50er Jahre zu finden sind. Wir können generell sagen, wenn Antibiotika eingesetzt werden, dann werden auch resistente Keime selektiert. Und es besteht die Gefahr, dass resistente Antibiotika-Keime über Nahrungsmittel, die vom Tier stammen, auf den Menschen übergehen. Wie groß diese Gefahr ist, das wissen wir im Moment nicht. Die Debatten und Panikmache in den Medien zu diesem Thema haben in den letzten Jahren dazu beigetragen, dass der Fleischkonsum laufend rückgängig war und ist. Ein alarmierendes Zeichen, auf das die Fleischproduzenten und die Regierungen in der Schweiz 1999, in Schweden bereits vor über 10 Jahren reagiert haben. In diesen beiden Ländern ist es verboten, Antibiotika als sogenannte antimikrobielle Leistungsförderer, abgekürzt AMLs, dem Futter beizumischen und einzusetzen. Bei der Verfütterung dieser Produkte, Abfallprodukte von Antibiotikaherstellung, hat man gesehen, dass wenn man diesen den Schweinen füttert, dass diese vermehrt, also besser wachsen. Sie haben größere Zunahmen pro Tag. Und zudem, weil die AMLs auch einen stabilisierenden Einfluss auf die Darmflora hatten, hat es viel weniger Erkrankungen gegeben, also Durchfallerkrankungen. Befürchtungen oder Einwände, dass nun umso mehr Antibiotika für die Therapie eingesetzt werden müssen, sind kaum berechtigt, wie Erfahrungen in Schweden zeigen. Schaut man nur auf die Anzahl Tonnen, hat sich der Konsum der Antibiotika für die Therapie seit dem Verbot der AMLs um rund 50% verringert. Es hat in dieser Aussage einen kleinen Haken, weil heute effizientere Antibiotika eingesetzt werden. Es ist aber ganz klar, dass wir weniger Antibiotika für die Therapie einsetzen als noch zum Zeitpunkt des Verbots. Also die Veränderung, die wir hatten, ist vom Tierschutz her. Es braucht viel mehr Platz. Die Tiere, die können im Stroh liegen und haben einen Auslauf, sie können sich frei bewegen. Also mehr Aufwand ist sicher das Einstreuen und man muss von Hand den Mist entfernen. Das ist pro Tag vielleicht eine halbe Stunde. Neben dem zusätzlichen Aufwand kamen durch das Verbot der AMLs aber auch andere Nachteile auf die Mäster und Züchter zu.
Sie nehmen weniger schnell an Gewicht zu. Man hat nicht mehr die Leistungen, wie man früher hatte. Vor allem bei den Ferkeln spürt man das einfach. Die Ferkel bleiben eine Woche länger auf dem Betrieb, bevor sie in den Mastbetrieb gehen. Also früher konnte man die Leistungsförder direkt ins Futter mischen. Das kam direkt von der Futtermittelfirma. Und heute muss man ein Arztrezept haben. Es war sicher gut, dass man so etwas macht, auch den Konsumenten gegenüber. Dass man dastehen kann und sagen, wir verabreichen nicht umsonst Medikamente und Leistungsförder. Wir behandeln die Tiere nur dann, wenn sie wirklich krank sind. Die Züchter und Mester sind nach dem heutigen Arzneimittelgesetz verpflichtet, über den Einsatz von Antibiotika bei erkrankten Tieren Buch zu führen. Die Absetzfristen jedes Medikaments sind genau festgelegt. Damit wird gewährleistet, dass die Antibiotika abgebaut und ausgeschieden sind, bevor die Tiere geschlachtet werden. Neben dieser Kontrolle und dem Verbot der antimikrobiellen Leistungsförderer geht die Schweiz noch einen Schritt weiter, um den Einsatz von Antibiotika zu reduzieren. Parallel kam in der Schweiz eine Maßnahme, die Schweineproduktion, dass man vermehrt nur noch mit sogenannten sanierten Schweinen arbeitet. Das heißt Tiere, die sicher frei sind von gewissen ansteckenden Lungenentzündungen. Und jetzt, wo diese Maßnahme flächendeckend zu greifen beginnt, werden deutlich weniger Antibiotika in die Schweinemast eingesetzt. Hier hat eine andere Maßnahme eigentlich dazu geführt, dass deutlich weniger Antibiotika eingesetzt werden. In der Grossviehmast wurden diese Leistungsförderer selten eingesetzt und da ist der Wegfall dieser Substanzen kein Problem. Beim Geflügel auch nicht. Ein Problem besteht in der Kälbermast, wo wir vermehrt Antibiotika einsetzen müssen, weil der Schutz durch diese Leistungsförderer weggefallen ist. Jedes Kalb kommt von einem Betrieb, das eine spezifische Keimflora mit sich bringt. Und dann kommen diese Keime aus 30, 40 verschiedenen Betrieben kommen hier zusammen. Diese werden ausgetauscht, die stecken die Tiere an und dann kann es zu Krankheitsausbrüchen kommen. Und um dies zu verhindern und damit man da nicht auch Einzeltierbehandlungen machen muss, gibt man während 10, 14 Tagen diesen Kälbern ein sogenanntes Breitbandantibiotikum, das einerseits die Erreger des Hustens abtötet, auch andererseits Durchfallerreger oder andere Keime, die da Probleme machen könnten. Ob das zu verantworten ist, ich glaube, in dieser Zeit, wo die Konsumenten sehr, sehr stark sensibilisiert sind auf Rückstände im Fleisch, wenn wir auch die Resistenzproblematik betrachten, kommen wir nicht darum herum, diesen ganzen Einsatz gründlich zu überdenken und eventuell ganz andere Strategien in den Vordergrund zu stellen. Unsere Forderung ist ganz klar, Antibiotika gehören nicht in die Tiermast. Und es gibt eine seriöse und belastbare Studie der Bayerischen Landesregierung, die das finanziert hat, dass zum Beispiel das totale Verbot von Antibiotika in der Mast ein Kilo Schweinefleisch um 10 Pfennig verteuern würde. Da kann ich nur sagen, dann muss es eben 10 Pfennig teurer werden. Aber wir haben diese Gefahrenquelle gestoppt. Bei mir ist der ganze Körper abgekühlt, immer wie mehr, das hat sich gesteigert. Und ich wollte noch etwas trinken zur Erwärmung. Das half nichts, musste furchtbar erbrechen. Und dann sank ich zusammen. Pneumokokken siedeln sich in erster Linie im Nasenrachenraum ab von Menschen. Sie sind dort auf der Schleimhaut, sie kolonisieren. Kolonisation ist das friedliche Zusammenleben zwischen Bakterien und Mensch. Wieso dann im Einzelfall ein solcher Pneumokokk die Barrieren durchbricht, krank macht, mehr ins Gewebe eindringt, ist im Moment nicht im Detail verstanden. Wir verstehen das im Detail nicht zurzeit. Und der Arzt war in 10 Minuten da und er war erschrocken. Ich war ja noch am Morgen bei ihm, am gleichen Tag, wo das passiert war. Er hat gesagt, ich habe einen Infekt und hat mir ja Antibiotika gegeben. Es ist ähnlich wie bei Staphylococcus aureus. Ein hoher Prozentsatz der Bevölkerung trägt sie mit sich, aber es ist nicht ein ständiger Begleiter.
Die bekommen wir, wir tragen sie je nach Stamm, auch je nach unserer Immunität für einige Tage, Wochen, vielleicht Monate und dann gehen sie wieder und werden unter Umständen ersetzt durch einen neuen Stamm. Er hat gesagt, als er mich untersucht, die Frau weiß, sie müssen ins Spital, das geht nicht mehr. Ich bestelle die Sanität und die war in 20 Minuten da. Und ich bekam schon im Magen Sauerstoff. Und das war ja das Schlimme bei mir, der Atem. Ganz schlimm. Schmerzen hatte ich nicht, aber Atemnot, das ist schlimm. Wenn man den Atem nicht mehr hat, dann glaubt man an der Stecke. Pneumokokken sind Alltag. Pneumokokken, Pneumonien, die sind häufig. Das ist der häufigste Pneumonie-Erreger überhaupt. Pneumokokken, Pneumonien, die so schwer verlaufen, dass sie ins Spital müssen, die sind nicht so häufig. Das ist ein eindrückliches Krankheitsbild. Die Patienten kommen schwer krank ins Spital, haben schwere Atemnot und sprechen typischerweise sehr gut auf Antibiotika heute noch an. Auch bei Frau Weiß reagierten die Pneumokokken, wie bei den meisten Patienten in den nordischen Ländern, noch auf Penicillin. Die Resistenzraten sind noch nicht so beängstigend wie etwa in Spanien oder Frankreich. Aber sie steigen auch hier ständig. Und es droht ein zusätzliches Risiko. Es gibt auch das Phänomen der Multiresistenz. Gerade Pneumokokken, die resistent werden gegen Penicillin, haben eine Tendenz, auch sehr rasch resistent zu werden gegen andere Antibiotika, die wir zur Therapie verwenden möchten. Das macht mir zunehmend Angst, weil ich Pneumokokkeninfektionen nicht in erster Linie die Mittelohrentzündung, sondern eben die invasiven Infektionen wie die Hirnhautentzündung oder die Pneumokokken im Blut oder eine Pneumokokkenpneumonie, also eine Lungenentzündung, nicht mehr behandeln kann mit diesen Antibiotika. Wir haben noch andere Antibiotika, die wir dann einsetzen können. Aber ich denke, es ist nur eine Zeitfrage, bis wir auch da ein Problem haben werden. Und wir müssen uns überlegen, wie wir mit den Medikamenten, die wir gegen diese Pneumokokken einsetzen können, gezielt und richtig umgehen, damit wir sie für die Kinder, die sie brauchen, erhalten können. Akute Mittelohrentzündungen sind eine häufige Infektion bei Kleinkindern. Zwischen 70% und 80% der Entzündungen heilen jedoch innerhalb weniger Stunden von selbst ab. Nur bei den länger anhaltenden Entzündungen, wo die Hauptverursacher Pneumokokken sind, ist der Antibiotika-Einsatz wirklich nötig. Hier ein gesundes Ohr. Im Vergleich dazu erkennt man bei der schmerzhaften Mittelohrentzündung, wie das Trommelfell gerötet und leicht vorgewölbt ist. Ein Zeichen dafür, dass sich durch die Infektion Flüssigkeit im Mittelohr angesammelt hat. Die klassische Therapie der akuten Mittelohrentzündung, das ist, man behandelt einfach alle, die das haben, 10 Tage mit Antibiotika. Das ist die ganz sichere Therapie. Wir möchten aber nicht 100% Kinder behandeln, wenn nur 20% von ihnen eine Antibiotikatherapie benötigen. Deshalb setzt man im Kinderspital Zürich auf eine Strategie, die eine zweite Untersuchung erfordert. Die Ärzte sind hier auf das Verständnis und die Mitarbeit der Eltern angewiesen. Das Kind wird je nach Alter für die ersten 24 bis 48 Stunden ein Schmerzmittel bekommen. Wenn die Entzündung in dieser Zeitspanne nicht abgeklungen ist, ist die Diagnose klar und es wird ein Antibiotikum verschrieben. Ich bin überzeugt, dass wir kein Risiko eingehen für das einzelne Kind, wenn wir diese Therapie nicht von Anfang an beginnen, sondern wenn wir sie gezielt einsetzen. Ich würde sogar umgekehrt sagen, wir gehen ein Risiko ein, wenn wir alle Kinder mit Mittelohrentzündung 10 Tage mit Antibiotika behandeln, weil wir dann diese Resistenzentwicklung unnötig fördern. Es ist schwierig, gegen die Natur anzukämpfen, aber ich denke, wir sind hier auch Mitspieler. Es gibt Faktoren, die wir beeinflussen können, die in unseren Händen liegen. Und der wichtigste Faktor ist hier der Einsatz von Antibiotika. It affects not just us, but our children and our children's children. Es betrifft nicht nur uns, sondern auch unsere Kinder und Kindeskinder. And then, therefore, wir müssen eingestehen, dass es ein Problem ist und dass wir etwas dagegen unternehmen müssen. Jeder von uns ist verantwortlich, mitzuhelfen, indem wir besser auf unsere Gesundheit achten, Infektionen verhindern
und damit den Gebrauch von Antibiotika verringern. Und wenn wir Antibiotika brauchen, dass wir sie verantwortungsvoll und vorsichtig anwenden. Sie sahen die Sendung Die List der Bakterien. Die Kassette dieser Sendung ist erhältlich bei NZZ Format, Postfach 8021 Zürich. Oder per Fax 01 262 38 14. Oder über Internet. Auf unseren Internetseiten finden Sie weitere Informationen.